10 Liter Luft bei 1013 Hektopascal werden von 27 Grad Celsius auf 127 Grad Celsius gebracht. Welches Volumen wird dann die Luft haben, wenn der Druck 1333 Hektopascal beträgt? Wir schreiben zuerst alle Angaben auf. Das Volumen V1 beträgt 10 Liter, also 10 Kubikdezimeter und demzufolge 0,01 Kubikmeter. Der Druck P1 beträgt 1013 Hektopascal, also 101.300 Pascal. Die Temperatur klein T1 beträgt 27 Grad Celsius, also die Temperatur groß T1 beträgt 300 Kelvin. Was wir suchen, ist das neue Volumen V2 der Luft. Wir wissen auch, dass der Druck im Endzustand 1333 Hektopascal sein soll, also 133.300 Pascal. Die Temperatur klein T2 wird ebenfalls angegeben, das sind diese 127 Grad Celsius. Also die Temperatur groß T2, das sind 400 Kelvin. Wir haben die ideale Gasgleichung zur Verfügung. Aus dieser Gleichung können wir schließen, dass P1 V1 geteilt durch T1 dasselbe sein muss wie P2 V2 geteilt durch T2, denn beide Brüche sind gleich zu N mal R. Aus dieser Gleichheit können wir schließen, dass V2 dasselbe sein muss wie P1 V1 T2 geteilt durch T1 mal P2. In diesem Bruch können wir die 5 Größen durch die bekannten Werte ersetzen. Das führt dann zu dieser Rechnung und die ergibt 0,01013, was also bedeutet, der gesuchte Rauminhalt V2 beträgt ungefähr 0,01013 Kubikmeter oder auch 10,13 Liter.